Und da wären wir wieder. Die Reise kann diesmal richtig schön weitergehen, denn der dritte Akt fängt an. Hier auf einer anscheinend sehr großen Ebene. Sind wir mal gespannt, was uns da erwartet. Einen S-Fragen habe ich jetzt nachgeholt bei der letzten Mission und tatsächlich ist es eben so, dass man halt einfach nur dann sehr niederrushen muss und Verluste erstmal völlig egal sind. Ah, das mag ich halt persönlich nicht so sehr, muss ich sagen. Aber nun gut, wird wohl Zeit, die Taktik ein bisschen umzustellen. Was ich halt schade finde, weil ich persönlich finde halt, dass es strategisch interessanter ist, wenn man zum einen schnell sein muss und zum anderen aber auch dafür sorgen muss, dass möglichst viele Einheiten überleben. Und das machen halt schon ein paar Strategiespieler und manche haben dann auch noch ein Funds-Ranking oder was weiß ich, dass du auch noch wenig ausgeben darfst im Idealfall. Und daraus kann man dann eine schöne Wertung natürlich bauen. Aber egal, ich würde sagen, wir legen los. Ein Wiedersehen. Messias Reise wird von einer überwunden geglaubten Feindin unterbrochen. Ach sowas aber auch. Sehen wir jetzt Ragnar wieder oder was? Das sieht schon so aus, wenn ich da mal über das Cutscene-Fenster hinwegblicke. Ihr seid also in den verlorenen Landen. Ich hätte nie... Ach du meine Güte. Was hat die denn dabei, ja? Alles Tödliche kommt von oben. Oh nein, du schon wieder. Ganz genau, ich schon wieder. Und dieses Mal habe ich Vampire dabei. Ich kann gar nicht verlieren. Oha, wer ist denn diese Witzfigur? Klappe zu, du Unkraut. Ich werde euch vernichten. Oh Gott. Hey, wir haben auch was Cooles Neues dabei. Sieh mal einer an. Dieses Mal wird alles anders, zumindest solange meine Vampire die Lüfte beherrschen. Vampire sind Aeronauten, stark und schnell und sie können fliegen. Genau, ihr habt keine Chance. Zum Glück sind Alchemisten und Ballisten ausgezeichnete Luftabwehreinheiten. Ah, da kommen sie jetzt auch ins Spiel. Die Ballista kann ja sogar einen Drachen one-shotten. Ich habe mich auch im Map-Editor teilweise sehr stark ausgetobt. Das ist ganz lustig. Aber wie auch immer. Was? Korrekt, Messias. Alchemisten sind außerdem in der Lage, unsere Einheiten zu heilen. Wie kleine Messias. Auch witzig. Zerstöre die gegnerische Festung. Alles klar. Na gut, das ist ja eine ganze Menge an Vampiren. Sehr mobile Einheit, die tief ins Feindesland vordringen kann. Landet über Bergen, kritische Treffer. Das muss man sich merken. Sind gegen einige Einheiten Typen effektiv, aber haben auch mehr als genug Schwächen. Also sollte man da ganz gut zurechtkommen. Ein paar Reiter, beziehungsweise einer und nochmal so ein Schütze da drüben. Aber da sind sie, die guten Magier. Starke Luftabwehr. Kritische Treffer bei Schutz von mindestens 3. Ah ja. Kann 20% der TP von Mitstreitern wiederherstellen. Genau, das ist auch ganz interessant. Das heißt, im Wald zum Beispiel jetzt oder natürlich Berge können wir dann so richtig schön ausrasten. Nett. Sehr, sehr nett. Allerdings müssen wir in Bergen natürlich aufpassen, weil dann würden die natürlich wiederum critten. Also wird das ganz spannend. Boden-Luft-Fernkampfeinheit kann sich entweder bewegen oder angreifen. Kritische Treffer bei Mindestreichweite. Das ist natürlich auch heftig. Aber muss man vorsichtig sein. Also entweder bewegen oder angreifen und kritische Treffer bei Mindestreichweite. Mindestreichweite ist natürlich bei solchen Sachen ein bisschen kritisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Egal. Jedenfalls, ja, sollte klar sein. Wir haben ja relativ mobile Einheiten hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Sehr schön. So ein Magier, der ist doch ordentlich flexibel. Das ist immer ganz gut. Mit der Balliste müssen wir natürlich aufpassen, weil es ist schon ein riesiger Schwarm an Vampiren. Wir haben ein Camp zur Rekrutierung neuer Lufteinheiten. Auch sehr spannend. Also werden da wahrscheinlich auch immer wieder Vampire kommen. Wäre wohl doch ganz gut, wenn wir versuchen würden, den Feind möglichst niederzurushen. Allerdings sollten wir uns doch erstmal ein bisschen, glaube ich, auf weitere Alchemisten stürzen, weil bei derart vielen Vampiren kann das sonst, glaube ich, schon etwas sehr unschön werden auf Dauer. Ich hätte jetzt die vielleicht hinten aufstellen sollen, ne? Das Kampfhündchen kann es nicht einnehmen. Quatsch, was mache ich denn? Holen wir uns mal einen Schwertkämpfer zumindest noch dazu. Und dann mal sehen, was sich da so tut. Meistens fixieren die sich aber wieder auf die Kommandanten. Das kann man ja auch ganz clever ausnutzen in vielen Fällen. Jo, und schon geht das da rein. Beziehungsweise das können wir uns mal angucken, weil jetzt haben wir mal ein paar Magier das machen. Aber zum Schluss steht immer der Olle Generic Soldier drin.
Alles klar, die baut auch schon fleißig und natürlich kommen da die Vampire. Die glitzern ja nicht mal, meine Güte. Unglaublich, sowas gibt's heutzutage noch. Krass. Okay. Gut, das werden die wahrscheinlich gleich erledigen. Das geht glücklicherweise auch noch, aber dadurch teilen die sich natürlich auch erstmal auf. Ist natürlich auch ganz praktisch. Ah, guck mal, hier haben wir Heilen. Auch direkt zur Auswahl 300. Ganz interessant. Aber nun gut. Jo, das wird gleich ein bisschen nervig wahrscheinlich. Wir werden sehen. Ja, wir sollten vor allem nicht gucken, dass die über einem Berg hier steht. Also auf keinen Fall den Typen da hinstellen. Auch wenn wir jetzt selbst natürlich nicht critten werden erstmal. Aber, mein Gott. Müssen trotzdem vorsichtig sein. Ja, wir sehen da den Range. Ne? So groß ist der Ballistenrange tatsächlich. Erstmal, ja gut, doch, das ist schon ordentlich. Aber wir müssen halt sehr nah erstmal drankommen hier. Trotz allem. Entweder bewegen oder angreifen eben. Das ist die Sache. Das ist ein bisschen trickreich gestaltet. Und gleich werden wahrscheinlich erstmal zwei Dörfer verlieren. Das ist, denke ich, abzusehen. Weiß nicht, wie wir uns am besten aufteilen. Die werden sich ja wahrscheinlich, wie schon gesagt, sehr auf den Kommandanten stürzen. Das ist immer ein kleines Problem. Jetzt haben wir hier 2 bis 6 natürlich, ne, neben dem Dorf. Hätten wir also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, sogar hier, das würde ich auch noch abdecken. Und sogar hier 1, 2, 3, also Quatsch, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist sehr, sehr gut gerade. Sehr gute Position für eine Balliste. Sollte man aber vielleicht auch schützen können. Könnte sich jetzt mehr Alchemisten dazustellen. Die sind natürlich schnell an der Front. Das ist immer ganz praktisch. Aber die Balliste schützen. Ja gut, ich habe genug Einheiten, um das zu schaffen, so oder so. Sollte erstmal kein Problem sein. Hier können wir sogar erstmal in die Berge gehen. Da kommt jetzt erstmal noch keiner ran. Das ist doch sehr schön. Und ich glaube, konnten wir es noch? Nee, neben erst hier geht nicht. Alles klar. Aber gut. Dann bauen wir hier jetzt noch einen Schwertkämpfer nach unten aus. Und ich würde auch sagen, ja, bringen wir erstmal ruhig ein paar Schwertkämpfer ins Spiel. Das schadet gar nicht. Ist okay. Da tut sich jetzt aber schon einiges. Das wird vielleicht eine zähe Mission. Mal gucken. Das war ja klar. Logisch. Wundert mich so kein bisschen. Das ist allerdings direkt reich. So auf 5 jetzt zum Beispiel. Ist schon happig. Ja, da kommt jetzt ganz schön viel. Das wird echt. Oh, das wird richtig dreckig, die Mission. Ugh. Disgusting. Richtig disgusting. Ja, da kannst du schon fast nichts mehr machen. Ist das unschön. Ugh. 217. Okay, das ist natürlich schon krass. Das schauen wir uns natürlich auch gerne mal an. Die ballern da jetzt richtig drauf. Wursch, jawohl. Mächtige Magier. Ah, wie hast du, ach, wen kümmert's? Ich hab noch jede Menge mehr davon. Ja, ich hab auch jede Menge mehr davon. Also, good luck oder so. Ja, das ist auch ein One-Shot. Das ist halt sehr, sehr krass, wenn man die alle One-Shotten kann. Nur du kommst jetzt direkt ran, ne? Super, danke. Genial. Ich freue mich nicht. Das wollte ich nicht. Toll. Ich hasse es, dass keine Abfrage kommt und Zug beenden das erste ist in dem Menü. Wenn du aus Versehen zu schnelle Finger hast, was das betrifft. Das ist. Ich weiß, das ist, theoretisch ist es ein Spielerfehler, ja? Ein Spielerfehler. Aber. Erste Option im Menü, statt abbrechen oder sowas oder Übersicht. Das kann halt echt passieren. Wow, jetzt kann ich wirklich neu starten. Danke dafür. Ey, das gibt es einfach nicht. Das triggert mich tatsächlich ein bisschen, weil das sehr ungeschickt positioniert ist. Das passiert nicht jedem, aber es kann leicht passieren, glaubt mir. Es ist unschön, wenn das passiert. Danke dafür. Wow. Gut, machen wir es schnell. Ugh. Das da unten ist vor allem so eine ganz nervige Situation, ne, die wir dann da haben. Da muss man schon mal gucken, wie man das am besten regelt. Ich denke sogar aktuell fast eher über einem Pikenier nach, um ehrlich zu sein. Andererseits, wir brauchen halt schon auch Alchemisten noch mehr definitiv an der Front.
Wenn wir jetzt hier einen Alchemisten hinstellen. Der Fußsoldat sollte sowieso weiter. Ja, machen wir erstmal einen Pikenier, weil da war dieser blöde Ritter. Da haben wir wenigstens was Effektives. Vielleicht können wir es auch ein bisschen optimieren nebenbei. Muss jetzt nicht so schlecht sein. Nervig ist es dennoch. So, dann hatten wir dich hier. Konnten im Prinzip alles Mögliche machen. Wollten uns dafür entscheiden, das Ding dahin zu stellen und so weiter. Besetze von hier aus. Alles klar. Na, schon sind wir wieder auf dem alten Stand, mehr oder weniger. Passt. Genau, und dann halt später lieber mal mit Pikenieren schützen. Gefällt mir etwas besser. So, noch einen dazustellen. Gutes. Jetzt haben wir hier allerdings fast zu wenig Schutz. Da sollten wir noch irgendjemanden hinstellen. Genau, dass die Balliste halt zur Not auch nochmal schützen können. Sonst wird das wiederum ein bisschen unschön. Das kann, ich weiß nicht. Du warst aber gegen Hündchen ja auch effektiv, ne? Genau, da gibt es schon so einige, die nervig sein könnten. Aber es geht, denke ich, einigermaßen. Gut. Jetzt ist sie wieder dran und so weiter. Ugh. Aber ja, bei 5, dass das halt direkt geht, finde ich ein bisschen fragwürdig. Beziehungsweise, nein, es geht nicht direkt. Wow. Wisst ihr, was wir gerade schon wieder erleben? Dann sieht man es wieder wunderbar. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ärgert mich sehr an dem Spiel. Es gibt einen Zufallsroll auf Schaden um 10% anscheinend. Wie ich über einen Kommentar erfahren habe. Und es hat mich nicht glücklich gestimmt, das zu erfahren. Ehrlich gesagt. Das ist schon fragwürdig, ne? Theoretisch könnten also, pass auf, theoretisch könnten ja beide Dörfer zu dem Zeitpunkt stehen, obwohl sie von Vampiren angegriffen würden. Theoretisch könnten auch beide Häuser weg sein, wie jetzt. Oder halt, eins bleibt nicht. Cool. Und das ist halt dann totales RNG. Und das nervt mich. Das hat in einem Strategiespiel halt relativ wenig verloren, meiner Meinung nach. Das sollte halt wirklich nicht unbedingt der Fall sein. Es ist nicht fast klüger, sogar jetzt hier unten anzugreifen und einfach hier auszusitzen? Ich glaube schon, weil der Alchemist wird wahrscheinlich einfach erledigt in 0, nichts und da habe ich keine Lust drauf. Also kümmern wir uns erstmal um dich. Quatsch, um dich hier. Ich hoffe mal, dass das mit der Harpie hier nicht zu problematisch wird. Dann nehmen wir halt das Dorf erstmal von unten ein, mein Gott. Hier kann das ja gerade quasi im Pikenier erledigen und wir wissen ja, die sind effektiv gegen Ritter. Vielleicht entscheidet sich der Ritter sogar um, keine Ahnung, aber jedenfalls ist es etwas sicherer, das Ganze so zu machen. Das ist klar. An die Balliste kommt ihr jetzt sowieso noch nicht ran, ne? Aber gleich kommt dann natürlich das Nächste. Ja, der könnte auch das Dorf angreifen. Aber ich sollte nicht zu viel hin und her bewegen. Trotzdem, es sind immer noch so viele Harpien unterwegs. Wir sollten, glaube ich, eher noch einen weiteren Alchemisten bauen. Scheint mir doch am sinnvollsten immer noch zu sein. Aber das hier, das ist schon wirklich, es ist ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich. Weil was soll das, ne? Ich finde, Trefferchancen sind halt was anderes. Weil der Trefferchance ist ein großes Gamble für den Spieler. Mit zwei eindeutigen Resultaten. Und das hier ist einfach eine Varianz bei etwas, was aber sicher sein sollte. In meinen Augen. Und das nervt mich. Ich meine, das ist was anderes, wie wenn du einen Dice Roll hast, in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel zum Beispiel. Kann jeder nachvollziehen, ist eigentlich auch fair und balanced. Wir können da sowieso nichts mehr ausbauen, aber das ist so, na, ich weiß nicht. Ich mag es nicht. Okay, das... Ach stimmt, wir können aber nicht uns wehren, das ist das andere. Müssen auch aufpassen. Ja, das hier war klar. Und wahrscheinlich kriegen sie es wieder, oder? Das war so klar, ne? Dieser blöde Zufallsroll. Ich krieg die Krise. Das macht man doch nicht. Das ist doch kein gutes Game Design. Beim besten Willen nicht. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, den Move von den Entwicklern. Aber wie auch immer. Oh Mann, ey, wie machen wir das jetzt am besten? Na gut, wir können relativ weit vorwärts preschen. Ich weiß nicht, wie stark sind denn Magier? Magier sind anscheinend gegen, also ziemlich alles effektiv. Das ist auch ziemlich lustig.
Weil sie sind ja auch gegen Magier. Wow, Magier sind gegen Magier effektiv. Das finde ich schon lustig. Oh Gott, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ist aber egal. Wir würden sowieso dann erstmal dich hier umboxen. Dass wir auch locker erledigen können. Ja, das reicht. Jetzt bin ich wirklich wütend. Tja, ich bin auch ziemlich sauer darüber, was hier für ein Bullshit abgezogen wird. Aber nun gut. Flop. Immerhin passiert hier auch ein bisschen was. Das so klug ist, weiß ich allerdings gerade nicht. Ich glaube, will ich dich jetzt abfangen? Ich glaube, es ist doch besser, wir hauen da erstmal mit der Balliste drauf. Das bewirkt so ein bisschen mehr. Sind jetzt zwar so noch 52, aber soll mir reichen. Auf der anderen Seite kannst natürlich du auch angreifen. Ich glaube, es nimmt auch schon mal ganz gut Risiko raus. Ich nehme dann mal mit dem Alchemisten das Dorf erstmal ein. Wobei, wir sollten die Balliste ja noch schützen, aber du kannst einfach nachrücken, oder? 1, 2, 3, ne? Kann ich jetzt schlecht sehen. Oh, ihr seid echt super stark, das ist der Wahnsinn. Ja, ich sollte mich... Oh, da drüben ist ja schon wieder ein Langbogenjäger, ne? Und da kommt dann auch... Aber Langbogenjäger machen sehr wenig Schaden, Kommandanten. Pass auf, das ist jetzt wieder ein Roll, ne? Ich kann's bekommen, ich kann's nicht bekommen. Das wird auch wieder super. Obwohl mir... Da steht jetzt 104%. Mal gucken, ob ich hoch genug roll oder nicht. Danke. Das ist aber tatsächlich eine Mechanik anscheinend. Das ist enorm erstaunlich. Und sehr komisch, aber nun gut. Die Frage ist jetzt auf... Ich meine, du hast an sich keine Effektivität gegen Magier wiederum, ne? Das ist zumindest, ich glaube nicht... Ich weiß nicht, wie es mit dem Crit steht, aber ich glaube, es ist schon ganz sinnvoll, sich da reinzustellen. Weil der kommt ja jetzt sowieso da nicht hin. Kann man schon mal machen. Und Dörfer sind immer so eine super KI-Ablenkung, habe ich den Eindruck. Das ist auch ziemlich lustig. Und wenn ich was gelernt habe in Strategiespielen, ist es immer gut, die KI abzulenken. Oder sich einfach dafür zu sorgen, dass sie sich neue Ziele sucht. Ist immer eine coole Sache. Kann man machen. Wollen wir uns mal Kampfhündchen holen? Ich weiß nicht, kann ich hier in Ruhe was ausbilden? Gegner baut anscheinend recht viel, was gegen solche Einheiten effektiv ist. Habt ihr nicht vielleicht eine Hündchenschwäche sogar? Ja, das denkt man sich so, ne? Ich glaube nicht, dass ein Magier gut zurechtkommt mit so einem schnellen Hund, der da unterwegs ist. Aber nun gut. Jojo, das Typische. Alle gehen auf Kommandanten. Kennt man. Ist nichts Ungewöhnliches. Aber gibt mir nur eine Groove-Aufladung. Nehme ich auch gerne. Ja, das hat schon gar nicht mehr jetzt gereicht, also alles in Ordnung. Ich glaube zumindest ist die Situation recht gut unter Kontrolle, wenn ich das so beurteilen kann. Das sieht doch ganz annehmbar aus. Oder nicht nur annehmbar, eigentlich sogar ziemlich gut, würde ich sagen. So. Ja, ich glaube, das dürfte ganz gut funktionieren hier alles. What? Das ist unmöglich. Wie machst du das? Hör auf damit. Ich mach dich so in sowas von platt. Tja, passiert. Ich hab da halt so meine Talente. Cool, oder? Also, 45, 135. Alles ganz cool. Aber allmählich... Vorsicht bei der Kommandantin. Da wird's brenzlig. Eventuell. Hier kann man natürlich noch voll drauf bashen, ist kein Thema. Weil der Magier danach wahrscheinlich das Zeitliche segnen könnte. Das ist das andere. Wird schon ein bisschen nervig gerade. Erstaunlich, dass so eine Balliste den Magier nicht auch richtig erledigt, aber egal. Sonderlich viel können wir gerade eigentlich gar nicht machen. Wir haben jetzt unsere Pikeniere hier. Können auch dich an die Front allmählich stellen, aber hier ist doch einiges gerade im Argen, was mir nicht so gut gefällt. Weil Kommandantin hat natürlich, ja gut, wenn ich sie jetzt hier hinstelle, kommt da noch irgendwie an dich ran? Eigentlich nicht, ne? Ja, dann können wir das schon, glaube ich, ganz sauber und elegant lösen. Auch wenn wir wahrscheinlich unseren ersten Magier verlieren, aber egal. Materialschlacht ist ja in dem Spiel in Ordnung, das haben wir gelernt. Hätte vielleicht erst mit der Balliste drauf feuern sollen, by the way. Wäre sinnvoll gewesen, ne? Muss man sich auch merken, sowas ist wichtig. Gut, da können wir jetzt natürlich nicht daneben rollen, das geht nicht.
Da müssen echt vorsichtig sein. So 10% ist halt einfach möglich, dass man da auf Probleme stößt. Solange da halt nichts durchkommt, passt das. Ein Langbogenjäger ist an sich, na? Ja, es wird trotzdem heikel. Es ist schon sehr grenzwertig jetzt. Ich weiß, dass die Langbogenjäger halt den Kommandanten nicht viel Schaden machen. So habe ich das bisher immer wahrgenommen jedenfalls, aber wird schon heikel. Ja, ich meine, Alchemisten sind halt wirklich so stark im Prinzip, ne? Da kann man halt echt viel draus machen. Das ist halt schon ziemlich cool. Bauen wir uns ruhig noch einen auf, aber dann können wir uns auch, ich würde sagen, noch ein Kampfhündchen dazu stellen, was einfach schnell an der Front ist. Das wird jetzt eine knappe Angelegenheit zumindest. Glaub bloß nicht, dass es schon vorbei ist, nur weil du ein paar Vampire vermöbelt hast. Ich habe immer noch einen Turm, ich kann mir neue holen. Okay, ja, er wollte auf jeden Fall auf den Alchemisten gehen, das ist natürlich super, weil er jetzt auch angeschwächt ist. Ist das eine ganz feine Angelegenheit eigentlich? Aber ja, wir kriegen halt einfach trotzdem noch 90% raus, das ist schon lustig. Und solche Sachen gehen natürlich auch immer, das ist kein Problem. Auch hier wieder 90% überall. Das ist schon heftig. Die ballern da einfach drauf und denken sich auch nichts dabei. Das ist schon ziemlich cool. Und generell, wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt gerade. Das passt schon. Könnte sogar mal überlegen, ob man nicht die Balliste sogar bewegen möchte. Aktiv. Also sobald die hier wirklich einen Erstschlag haben, geht die Sache halt richtig ab. Das ist schon heftig. Ja, hier unten so ein bisschen das Feld clearen, das wäre halt schon sehr praktisch. Das Hündchen hingegen, das bereitet mir jetzt schon Sorgen. Wenn wir dich hier irgendwie wegbashen würden, dann würde das natürlich wiederum passen. Ah ja, hier können wir critten, seht ihr? Das ist doch zum Beispiel eine feine Angelegenheit. Nach einem Heal später kann ich sicherlich auch noch ein bisschen was rausholen. Und so oder so, wir halten hier auch ein bisschen mehr jetzt aus. Das passt schon. Sehr schön, weil dann können wir später die nämlich auch runterstellen wahrscheinlich. Ohne größere Schwierigkeiten. Ich meine, die hier würden auch fast keine Probleme dann mehr bereiten. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger allerdings sein. Aber im Prinzip, ich kann es auch auf die Spitze treiben. Wir haben so viele Alchemisten und da werden noch mehr nachrücken. Gleich gehört uns ja das nächste Dorf. Also im Prinzip können wir da auch all in gehen. Wenn wir das wollen, geht das. Also mehr sicher würde ich dann ja wahrscheinlich den Heal, wartet mal, genau von hier aus ausführen lassen. Das sieht auch ganz gut aus, damit kann man arbeiten. Ich denke, das kriegen wir ganz gut dann auch hin, ja. Am besten schon mal direkt ausführen. Genau, die wird ja dann auch geschützt von allen Seiten, das kommt ja auch noch dazu. Also eine sehr gute Möglichkeit, das Ding mal wirklich einzusetzen. Das ist halt schon auch sehr, sehr mächtig, das muss man schon sagen. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Groove. Ah ja, du würdest jetzt hier auch critten, nicht mal. Naja gut, das reicht ja normal sowieso nicht. Das passt schon so. Da haben wir jetzt leider nur 5 bei dem oberen. So, mal gucken, wie gut die Alchemisten da durchhalten. Da könnte es wirklich knapp werden. Weil ich würde schon ganz gerne da unten erstmal dicht machen. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Und sobald da halt eine Ballista wirklich in so nah im Feindesgebiet ist, ist das halt auch ganz, ganz schwierig, glaube ich, für die Feinde hier. Das wird schon super heikel. Ja, das wird halt, das wird auch ein bisschen brenzlig werden, das ist schon klar. Ist aber halb so wild. Und ich meine, das sieht echt nicht so schlecht aus. Kommst du noch nicht mal in Alchemisten? Nee, aber Vorsicht ist trotzdem geboten. Wir können dich eigentlich so direkt da reinstellen sogar, das ist ohne Probleme möglich. Ganz egal, wen du auch wegräumst, da wird erstmal nichts passieren. Und natürlich, auch hier können wir noch ein bisschen was nachsetzen an tollen Einheiten. Eine weitere Balliste könnte man später vielleicht auch noch aufbauen, aber es ist vielleicht sogar zu langsam schon für die Mission. Bauen wir halt wirklich noch ein paar Hunde ruhig auf, das ist in Ordnung. Die kommen halt auch schnell an die Front, deswegen einfach. Ich weiß nicht, reicht das hier? Wahrscheinlich schon, oder? Denke ich mal. Ja, also muss man einfach noch ein bisschen gucken. An Schadenswerten in Zukunft, aber ist nicht schlimm, mal einen Verlust zu kassieren. Da wird es interessanter. Da reicht es nicht direkt zum Beispiel.
Finde ich ganz spannend. Der Heal ist jetzt allerdings auch schon weg. Oh, da bewegt sich jemand einfach schnurstracks zum Dorf. Naja, gut. Das lässt sich natürlich auch regeln. Alchemist. Gleich mal nachbauen. Sieht sehr gut aus. Und da würden wir auch direkt genug Schaden machen. Das ist ja cool. Und die Balliste, wie gesagt, steht genau richtig. Da würden wir sogar critten. Okay. Oh, da habt ihr aber eure Probleme. Das ist nicht so schön, sehe ich gerade. Wow. Ist ja wirklich so, dass der Ritter fast nur von Pikenieren gut ausgekontert werden kann. Auch wenn eine ganze Menge angegeben ist, aber diese ganze Menge haben wir einfach nicht. Das ist das Problem. Aber egal, wir haben eine ganze Menge Hunde. Das sollte hoffentlich erstmal reichen, um hier ordentlich Radau zu machen. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. Schon heftig. Puh. Balliste näher bringen. Dich eventuell dann angreifen. So viele Möglichkeiten gerade. Ich meine, später kann ich auch wahrscheinlich einen Hund mit an die Front stellen. Ist auch kein Problem. Aber, ja gut, hier könnten die Pikeniere zum Beispiel critten. Aber du machst halt auch schon 31. Aber die Pikeniere hätten ihn auf jeden Fall sofort und die können sich eh nicht weit bewegen. Das Heilen kann er nicht auf sich selbst wirken. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu krass. Wenn ich jetzt nicht neben das Gebirge stelle, habe ich das Problem, dass sie eventuell sich auch durchquitten könnte. Habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Ich denke mal, fokussiert sich mehr da drauf, aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Kann sich halt, wie gesagt, im Gebirge formieren. Ich mache das jetzt mal so, so sind wir zumindest sehr nah dran, sodass notfalls ein anderer Alchemist angreifen könnte. Und hier, wenn die Pikeniere einfach an der Brücke hier in der Nähe stehen, dann sieht das, glaube ich, auch ziemlich gut aus schon. Ja, du könntest auch nach oben abgezogen werden. Wenn jetzt also jemand vorschwächt, sollte das ganz gut ausreichen, glaube ich. Das hier tut halt einfach so verdammt weh, das ist nicht so schön. Und Mercier sollte auch in der Nähe stehen bleiben zum Beispiel. Dörfer sind auch nicht unbedingt eure große Stärke, sehe ich so. Sehr viel Verlust zu beklagen dann. Ist keine schöne Sache. Oh Mann. Das ist ein etwas träger Zug wiederum. Gibt zwar viele interessante Möglichkeiten, aber es fühlt sich auch keine so wirklich ideal gerade an. Klar können wir da draufhalten, aber die Folgen müssen wir auch bedenken. Auf der anderen Seite, ich denke, es ist in Ordnung, das so zu machen. Wir müssen ja das Dorf nicht sofort einnehmen. Ne? Wir können durchaus das, glaube ich, so angehen. Dann würde ich jetzt mit dir hier erstmal vorschwächen. Ist auch in Ordnung. Hauptsache schon mal ein bisschen Schaden reingedrückt. Und der Rest wird hoffentlich auch einigermaßen stabil anlaufen. Sind wir mal gespannt. Ich meine, ihr macht auf jeden Fall jetzt ein bisschen... Ihr habt nicht mehr die krassen Verluste zumindest. Wenn wir dich so ein bisschen einkesseln, aber auch keine Probleme mit Ballisten etc. Dass da noch irgendwas ins Schwanken gerät. Klar können wir dich nach oben abziehen, jetzt können wir auch dich nach oben abziehen und das ist auch in Ordnung. Also sieht es gar nicht mal so übel aus. Ansonsten ist die Offensive natürlich immer die bessere Möglichkeit. Wie wir inzwischen wissen, wird belohnt in einem Spiel, offensiv vorzugehen, das auf jeden Fall. Gut, jetzt kommt die ganze Hundearmade allmählich mal. Dann können wir hoffentlich auch schön viel allmählich kombinieren. Da unten sind schon mehr als genug Alchemisten, die sollten also auf jeden Fall an die Front gezogen werden. Und dann können wir uns allmählich vielleicht um das Dorf kümmern, beziehungsweise auch drumherum gehen und vielleicht direkt zur Festung. Wäre auch interessant, aber sind wir mal gespannt. 200 hätten wir jetzt noch oder wir sparen mal auf was. Die Frage ist halt, ob sich jetzt wirklich Sparen noch lohnt. Ich glaube fast nicht, wir haben eine totale Übermacht. Wenn, dann wirklich noch mehr Hündchen einfach. Die sind schnell gebaut, die sind schnell an der Front. Na, was soll der Feind schon machen? Entscheidet sich tatsächlich, das Dorf anzugreifen. Sehr mutig. Aber vielleicht auch etwas übermütig, das Ganze. Genau, hier haben wir auch einen klaren Vorteil. Aber schön, das hier ausnutzt mit den Pikenieren. Dass man sich mal schön durchquitten kann. Es wird alles kräftig dezimiert jedenfalls. Du kommst jetzt leider nicht direkt ran, ne? Das ist ein bisschen schade. Das heißt, wir werden kurzfristig unser Dorf wohl verlieren.
Außer, na, ich komme jetzt hier auch nicht mit Heilung ran, aber ist kein Problem. Oder was meinst du damit? Ist das irgendwie auf einen Range bezogen? Ja, das stimmt. Geht das wirklich über mehrere Felder? Wie sieht denn das aus? Achso, das ist wirklich wie Mercias hier, ne? Oh, das macht die Sache natürlich viel interessanter. Ich dachte, das wäre dann einfach nur ein einfache Einheiten hier. Das heißt, wenn ich dich jetzt hochheale, würde ich effektiv einen Zug generieren, ja fast schon. Aber das ist ja vor allem für die Front auch mega praktisch. Ja, das stimmt. Wir können jetzt hier natürlich all diese Leute wieder hochheilen, ohne Probleme. Und damit ist die ganze Sache natürlich auch sehr verlustarm einfach. Das ist ja wirklich, wirklich praktisch. Warte mal, du bist jetzt nicht im Range. Das heißt, idealerweise mache ich das mal kurz hier. Dann seid ihr jetzt alle im Range, dann hätten wir auch wieder hier einen Vollheal drin für dich. Und dafür gibt man gerne Gold aus, wenn es so effektiv ist wie Mercias hier. Es scheint aber nicht ansatzweise so effektiv zu sein. Oder Alchemisten können andere Alchemisten nicht heilen. So sieht das eher für mich aus. Okay, ja gut, das passt ja. Wir kommen ja trotzdem ganz gut voran. Ah, also du bist jetzt auch schon in Range, liebes Dorf. Armes Dorf kann gleich von der Balliste beschossen werden. Ja, ich meine, das da unten kann mir relativ egal sein. Das macht der Alchemist dann trotzdem ganz automatisch, denke ich. Beziehungsweise das reicht auch schon fast aus. Dann ist die Einheit so angeschwächt, was will sie dann noch machen? Und sie wird dich auch nicht umnieten können, das ist klar. Also alles in Ordnung. Hm, können wir uns dahin bewegen? Es gibt keine Langbogenschützen. Weil Flüsse ja tatsächlich sogar negative... Also sie sind sehr negativ für einen selbst. Sieht man ja, dass da Totenköpfe sind statt Schilder. Damit wird natürlich das Gegenteil bewirkt. Ich weiß jetzt nicht, wie krass sich das auswirkt. Aber ich denke mal, wenn man es vermeiden kann, sollte man es einfach vermeiden. Das klingt doch logisch. Okay. Ja, eine vollgeheilte Messier kann natürlich auch einfach mal versuchen zu stürmen. Halt ich für vernünftig. Da machen wir nur 9%, das ist zu wenig. Und du selbst machst nur 11%, das ist auch zu wenig. Mensch. Na sowas aber auch. Egal. Stell das Hündchen daneben. Die Balliste kann auch allmählich noch weiter an die Front. Ich brauche halt echt keine Dörfer. Ich brauche mich nicht auf Dörfer fixieren. Das ist, glaube ich, so ein... Ja, es wäre mehr so ein Anfängerfehler, glaube ich. Ja, und jetzt haben wir wieder so einen Roll. Da müssen wir mal gucken. 8% Varianz gibt es da. Okay. Hat anscheinend aber funktioniert. Na, dann ist ja alles in Ordnung. So, du kommst leider sehr weit. Das ist schlecht. Da unten... haben wir leider auch ein Problem. Oh, das Hündchen vor allem. Die sind immer sehr schnell an der Front, ne? Das ist der Wahnsinn. Man sehr vorsichtig sein. Ah, ich kann mich doch auch einfach erstmal in den Wald stellen. Das ist auch klüger, dass der auf jeden Fall keinesfalls einen meiner Magier hier angreift. Wollen wir wirklich noch mehr bauen? Ich glaube, es ist dann auch mal gut. Lieber die Heals nutzen an der Front dann in Zukunft. Sehr schön, die sind im Nachteil. Die sind sogar direkt gestorben deswegen. Da merkt man, wie krass das ist, wenn man im Fluss ist. Ist ja auch irgendwo logisch. Oh. Aber der Gegner ist immer noch fleißig am Bauen. Das muss man ihm lassen. Hat noch nicht ganz aufgegeben. Aber hat eigentlich allen Grund dazu, so allmählich. So, sehr schön. Das Dorf ist verschont geblieben worden. Aber jetzt haben wir hier ein paar andere Probleme eventuell. Da wir halt der Alchemist jetzt auch noch praktisch der direkt healen könnte. Und das könnte man durchaus, wenn man möchte. Dann greifen wir doch erstmal von hier an. Dann ist das vielleicht sogar klüger. Lassen unseren Alchemisten abziehen und machen mal einen Heal an der Stelle. Genau. Weil die wollen auf jeden Fall critten. Ja, es ist wirklich ein schwacher Heal im Vergleich. Also Mercias Heal ist wesentlich stärker. Scheint ja wirklich nur so... Beziehungsweise steht ja, glaube ich, sogar da. Das waren ja, genau... Kann 20% der TP wiederherstellen. Richtig. Und das ist halt nicht unbedingt immer viel, das ist klar. Wir können ja durchaus auch mal das so machen. Der ist danach zwar sicherlich ganz schnell Moose, aber egal. Kein Thema. Und ich meine, das sollte jetzt auch so ziemlich einer der letzten Züge sein. Wenn alles glatt läuft, sollte ja nicht mehr so viel passieren. Es ist nur die Frage, was ich mit dir hier mache. Aber der Hund würde sowieso später nicht nach unten kommen, also... machen wir das doch ganz elegant. Und können ruhig auch nochmal Geld investieren, um halt unsere Anführerin zu heilen. Dich müssen wir allerdings auch heilen, das ist ein bisschen problematischer. Ich würde sagen, von hier aus schon mal Ballistenbeschuss auf die Festung. Das geht auf jeden Fall klar.
Da würden wir auch nochmal 28% rausholen. Ich glaube, du kommst noch gar nicht so weit, ja? Das kommt auch noch dazu. Pass auf, dann machen wir das doch so. Du heilst von hier aus schon mal. Genau, da bist du jetzt bei 9. Machst auch gleich mal ein bisschen mehr Schaden. Das Ding ist gleich erledigt. Hält nicht mehr viel aus. Und ich meine, wir können jetzt auch wirklich nur noch mit diesen Heals im Prinzip arbeiten. Schön hier hinstellen, dass das Hündchen nicht zu nahe kommt und die Sache läuft. Mal gucken, was der Feind jetzt plant. Ich glaube nicht, dass er irgendwas bewirken kann, um ehrlich zu sein. Ja, ihr macht normal sehr wenig Schaden. Ist ja bekannt. Jetzt ist der Gegner auf einmal im Panic-Mode, wie mir scheint. Was nicht so verwunderlich ist, wenn man so nah in der Basis steht und alles vernichtet. Kann's ihm nicht verdenken, ne? Ja, pass auf, das ist doch eh schon Geschichte, oder? Das Ding, ja. Das ist jetzt, das war's. Wir sind hier im Prinzip dann durch. Ja, 6%, das schlägt Mercier schnell nieder. Und somit ging das auch einigermaßen flott. Na, ich denke, so eine Runde mehr geht auf jeden Fall. Weniger geht auf jeden Fall. Oh, fein. Also mal gucken, ob es ein Erstrang ist. Ich tippe eher auf A, um ehrlich zu sein, aber mal sehen. Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Aber die ganzen Vampire, das ist unmöglich. Psch, ganz ruhig, Schnecke. Ist sie immer so? Tja. Halt die Klappe. Die Sache ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder und dann zermalme ich euch. Meine Güte. Okay, wie sieht's aus? Oh, es ist sogar ein S-Rang. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wahrscheinlich sind es genau diese 10 Züge, denke ich mal. Das klingt so realistisch. Also gut absolviert. Ja, man merkt das Niederrushen halt, ne? Und keine Rücksicht auf Einheitenverluste nehmen. Das will das Spiel so. Wie ich es zu Beginn des Parts sagte, ich bin kein Fan davon. Aber wenn es hilft, S-Ränge zu bekommen, dann machen wir das eben so. Whatever. Geht schon klar. Gut. Aber macht immer noch sehr viel Laune und mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt haben wir schon wieder 2 Nebenmissionen anscheinend. Also auf jeden Fall ist die Kampagne doch zugepackt. Und das freut mich. Gibt einiges zu tun. Und die Missionen sind bisher auch sehr abwechslungsreich gestaltet. Das muss man wirklich sagen. Missions zu sein war bisher eigentlich echt gut. Das ist wirklich schön. Immer so abwechslungsreiche Einheitentypen, die dann vorgestellt werden und auch gut zum Einsatz kommen. Genauso, dass man die auch schön auskontern kann, ohne dass es wirklich unfair wird. Finde ich gut. Also bisher wirklich sehr sauber gelöst alles. Aber nun gut, es gibt halt so Kleinigkeiten, die mich an Warcraft schon stören. Aber bei welchem Spiel ist das nicht der Fall, ne? Das ist das andere. Aber wie auch immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weiter geht's beim nächsten Mal.